Howdy ho, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raymond Creep, und heute habe ich auf jeden Fall den Gammast wieder dabei und jemand Neues, und zwar Keros und sein Freund, der sich ein bisschen bedeckt halten wollte. Sinder. Ja, Ja, Sünder. Servus. Das heißt Servus. Nein! Das sind immer Keros! diese, die da hier sitzen. Genau! Okay, gut. Das Thema heute ist Scarlet Witch und alles, was zu ihr dazugehört. Auch natürlich Hauptthema halt MCU mal wieder, WandaVision. Wie schon angekündigt, falls ihr nicht auf meinem Discord-Server seid und das mitbekommen habt, dann auf jeden Fall joinen. Auf jeden Fall coole Leute, coole Community und ja. Wir sind auch da. Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Also, wir haben diesmal, damit es nicht zu aus der Stränge schlägt, haben wir fünf Stichpunkte, die wir nacheinander durchklappern. Und zwar halt MCU Phase 2 bis 3. Und zwar Wandas, also Wanda Maximoffs und Pietro Maximoffs Geschichte. Und da möchte ich an Keros weitergeben. Ja, die Geschichte im MCU fängt trotzdem schon noch vor Phase 2 an. Und zwar in dem Film hier Captain America, The First Avengers, The Revenge of the First Avenger. Weil Das ist aber zweite Phase. nein, das ist noch erste Phase, nach das ist so zwischen Phase 1 und Phase 2, glaube ich, oder? Nee, der zweite Captain America Teil ist nach. Es ist nach Avengers 1. Stimmt, aber noch vor Ultron. Ja, ist aber Phase 2. Ja, da kommen die nämlich als Sequel vor, also hier als allerletzte Szene, Die Post-Credit-Scene. wo dieser blöde Strucker voll Idiot seine beste Waffe zeigen wollte, halt nach dem Tesseract. Ja, und das waren dann die beiden, voll verdreckt, die Viecher. Aber das waren sie, die waren zu erkennen. Jo, danach hat man ja die in Age of Ultron wieder gesehen, wo sie für Hydra oder halt im Deutschen Hydra gearbeitet haben. Und zwar als die Hexe und wie wurde nochmal Pietro genannt? Keine Ahnung. ADHSler? Der wollte nicht mitgehen. Ach nee, Lombardi. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, der Speedster oder sowas. Sowas in der Richtung. Im Englischen. Ja, das war so, Der oder? Schnelle halt. Und ja, in der Geschichte von Wanda Maximoff und Pietro Maximoff war es so, dass sie für Hydra gearbeitet haben, weil natürlich die Waffen von Tony Stark oder eher gesagt von Stark Industries Sokovia halt komplett in Schutt und Asche gelegt haben. Und natürlich auch Wandas und Pedros Eltern umgebracht hatten. Nice. Wobei sie eigentlich dann halt verstanden haben, nach der Entstehung von Ultron, natürlich Schuld, wer war Schuld? Natürlich Tony Stark. Na Ihn klar. trifft die alleinige Schuld für das, für die Misere mit Ultron. Nein. In meinen Augen schon. Trifft es nicht, weil er hat mit hier Bruce Banner zusammengearbeitet daran. Und das war ja eigentlich im Sinne, weil die haben das extra gemacht. Ultron sollte eigentlich die Welt beschützen. Genau. Die haben das nach dieser Invasion gemacht. Extra dafür, dass es jemanden gibt, der halt dann dafür da war. Aber das ist halt in die Hose gegangen. Ja, Auch weil richtig. Tony Stark und Bruce Banner halt die Fehler gemacht haben. Wobei Bruce Banner ihn davon abgeraten hat. Aber Tony natürlich, nee, wir machen das dennoch. Ja. Ich weiß aber auch, warum Tony das so distinkt drücken Ich wollte. verstehe es auch, ich habe es auch verstanden. Ja, der wollte halt bloß alle beschützen, damit sowas wie Thanos halt nicht kommen kann. Der wollte so eine Tja. Polizei erschaffen. Ja, aber es war eigentlich schon klar.
Es war klar. Natürlich in den Comics hatte bei der Entstehung von Ultron Hydra, also Hydra, die Finger im Spiel und halt Tony halt reingelegt. Im MCU jedoch war es die alleinige Schuld von dem Stursinn von Tony Stark. War nicht Banner auch ein bisschen beteiligt, weil er hat ja damit. Ein bisschen, aber er hat ihm die ganze Zeit davon abgeraten. Und das Ja, wirklich die ganze Zeit. aber trotzdem hat er sich dann hinreißen lassen. Ja, klar. Also aus einem guten Zweck wurde ein Scheißmissbrauch. Ja. Ja. Und natürlich, Wanda und Pietro waren nicht dumm. Sie haben es erkannt. Sie haben erkannt, was Ultron, als sie sich ihn anschlossen, was natürlich nach dem Zerfall der letzten Hydra Leute, der Zerfall der letzten Leute von Hydra, was halt Ultron angerichtet hat, ne? Als sie sich ihn nachhinein angeschlossen Ja, haben. aber ist ja auch Sie verständlich. wollten. Ist ja aber auch verständlich, weil damit mal, die haben das ja gemerkt, aber das ist ein bisschen komisch. Ja, ich bin so ein Riesenroboter. Na, ich will ja nur die Welt retten und ich will die. Ne? Aber, ja, ich Ja. habe ja überhaupt keine bösen Absichten. Ja, Nein, natürlich aber nicht. Gamma hat mir schon gesagt, nicht zwischenreden. Ich habe ja gerade noch geredet. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. So, was ich, Gamma hat vollkommen recht, aber was ich dann noch sagen wollte, war, dass in Age of Ultron es natürlich klar war, dass er keine guten Absichten hat. Anfangs jedoch muss ich für Ultron sagen, er hatte eine gute Absicht. Aber späterhin, als er gemerkt hat, wie korrupt die Menschheit ist, ja, dann war das nach dem Motto Terminator Skynet-Szenario, rottet die Menschen aus. I'm back. So. Ich schwöre, hätte Al schon noch im Film gesagt, ich komme wieder, hätte ich mich kaputt gelacht. Das darf nur Arnie sagen. Oder Okay, gut. Natürlich, als sie es zum Thema zurück, natürlich, als sie halt gemerkt hatten, was Ultron für eine Absicht hat und auch gemerkt hatten, was in einem Konflikt Tony Stark stand und halt auch da bemerkt haben, dass da gecheckt haben, dass er nicht Sokovia angegriffen hat. Es waren Leute, die einfach seine Waffen missbraucht hatten. Da haben sie sich den Avengers angeschlossen und haben für sie gegen Ultron gekämpft und am Ende halt gewonnen. Aber da fängt das an. Wanda hatte viel durchgemacht mit dem Verlust ihrer Eltern durch die Misshandlung von Hydra, durch auch durch die Aufnahme des Mindstones, also des Tesserakten. Des Gedankensteins meinst du, ne? Ja, Mindstone. Das Ich spreche sagt jetzt. das Baumstein. Sorry, aber ich bin eine englische Niete. Also in Englisch eine Niete. Ja, Mindstone. Mind Und heißt halt halt, ne? durch Nee. den Mind durch den Mindstone. Ah, wo war ich gerade, Alter? Ihr habt mich gerade rausgebracht. Deswegen sage ich auch nicht reden. In jemand anderes redet. Naja, egal. Ja, stimmt. Die hat auch die Fragmente des Mindstones mit aufgenommen, was die auch noch psychisch belastet hat. Und am Ende von Age of Ultron, was ist passiert? Ihr Bruder stirbt vor ihren Augen, umgebracht von den Maschinen von Ultron. Und was das halt mit ihr angerichtet hat, wünsche ich niemanden. Sie war ja komplett lost. Das Einzige, was ihr vielleicht Kraft gegeben hat, war auch von Tony Stark und Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, erschaffener Vision. Aus dem Körper von Ultron, aus den Daten von Jarvis, das ist eine Art Programm, das Tony Stark entworfen hat, also Iron Man, um halt einige Dinge auch im Alltag zu erledigen. Seine Art persönlicher Butler.
Und Sorry, ja. ganz kurz. Jarvis wurde doch von Howard Stark entwickelt. Ja. Von Tonys Vater. Okay, das war mir gerade nicht bewusst. Sorry, die Alles gut. Info. Ich kann auch mal Fehler machen. Dann, naja, es wurde auf jeden Fall von einem Stark entworfen. Aber Tony Stark hat zunächst auch die ganzen das ganze Potenzial erst von Jarvis erwecken können. Das ist halt ohne Frage so. Er hat auch mit Jarvis vieles erreicht. Und halt die Datenfragmentierung erfolgte durch die Daten von dem Programm Jarvis, um halt Visions zu erwecken. Aber wie konnte Vision aber fühlen? Da kommt Wanda Maximoff ins Spiel, die Vision mehr menschlich gemacht hat. Und zwar durch ihre Abgabe des Mindstones an Vision und ihre, sagen wir, Chaosmagie. Zu der Zeit im MCU war natürlich noch nicht klar, was die Magie von Wanda oder was die Kräfte von Wanda Maximoff sind. Mittlerweile wissen wir, natürlich, als die Comics lesen, wussten ja schon die ganze Zeit, es ist die Chaosmagie, die aus wo auch sonst, aus dem Multiverse of Madness kommt. Dem Reich Mephistos, dem Teufel. Und da entsprang auch natürlich unser lieber Freund der Ghost Rider oder die Ghost Rider, die Dämonen und dann ja, da sind halt die meisten aus dem Multiverse of Madness sind halt viele Wichser entsprungen. Ich meine, selbst so jemand wie hieß der nochmal? Galactus hatte Probleme mit Mephisto und seiner Welt. Er konnte die nicht erobern. Wer Und war zu eigentlich Recht nochmal ist mit Mephisto? Wer war es der eigentlich? Teufel, wie oft noch? Ich hab das Bild Okay, vergessen. weiter im Text. Satanas. Mephisto ist einer der mächtigsten, wirklich der mächtigsten Charaktere des Marvel Universe. Ich rede jetzt nicht vom MCU, sondern allgemein. Und ja, das wäre dann auch schon alles, was ich zu der Geschichte von Wanda Maximoff gerade beizutragen habe. Ich übergebe dann weiter mal an Keros. Wir sind nämlich jetzt angekommen. Natürlich, wie ist das nochmal? Captain America Civil War. Ach so. Erstmal will ich noch zu dem anderen was sagen. Ich fand Ultron war der coolste in dem Film. Der hat auch gute Ansichten, Menschen vernichten. Nice. Sorry, würde ich nicht anders machen, weil Menschen sind Abschaum. Tito, würde ich auch nicht anders machen. Ich würde drüber fahren, Aber Digga. naja, kann ich nur unterschreiben. Ja. Aber die hat zwar schon viel durchgemacht, aber hier, du hast vorhin gesagt, hier zum Beispiel, dass hier Vision hier einer war. Der andere war aber im MCU zum Beispiel auch noch Hawkeye. Auch in Comic-Serien ist Hawkeye für Wanda da gewesen. Aber es sah in den Comics meistens dann eher so aus, dass er von ihr was wollte. Aber das haben die ja im MCU nicht so übernommen. Ja, aber er als großer Bruder wird er dann im MCU dargestellt, wie auch bei Civil War sehr gut zu sehen ist. Der braucht die bloß raus, ja, also mitnehmen. Ja. Soweit ich weiß, kann ich kurz was sagen? Soweit ich weiß, war das nicht in Civil War so, sie hat noch drüber über den Tod getrauert ihres Bruders und Vision hat sie dann irgendwie ein bisschen aufgeheitert. Mit Popcorn. Ach ja, der hat ja auch was gekocht. Da gab es auch zwei Szenen, ja, einmal mit dem Popcorn und Dieses zweimal. hier, dieses hier, Gericht aus Sokovia oder Ja, Sokovia, ne? genau Irgendwas das. mit Paprika oder Das war so so. scharf, ne? Ja, das waren nicht die richtigen Zutaten, habe ich gedacht.
Ach so, ja, den Film, wann habe ich ihn zuletzt gesehen? Vor Deswegen zwei wollten die da danach essen gehen. Also Wanda wollte danach essen gehen. Weil er Kein hat auch Wunder. keinen richtigen Geschmackssinn. Nee. Zu Jarvis muss ich sagen, Jarvis war nicht nur ein Computerprogramm, sondern den gab es früher auch. Der war wirklich hier der Dienstbote, wenn man so sagen will, von Ja, er Howard war der Stark. Butler. Ja, und ich fand das irgendwie ziemlich nice, dass hier Tony oder Howard hier das als Computerprogramm hier dann reingenommen haben. Ich fand das irgendwie nett. Hat Charme So eine gehabt. richtig schöne Ja. Geste. Fuck. Ganz früher in den alten Comics von Iron Man, kleiner Fun Fact, war es kein po Computerprogramm, wie schon Dings gesagt hat, Keros gesagt hat. Es war einfach wirklich ein Butler. Deswegen wird auch Iron Man oft zu Batman assoziiert. Das ist einfach der Batman des Marvel Universe. Nur schlauer, reicher und Echt reicher? ja, im Wirklich? Vergleich zu Batman Batman ist Richie Rich. Und Dings ist reicher als Gott. Ja. Wirklich, ja. Naja, bei seinen 47 Rüstungen oder 49 oder 50, wie auch immer, das sind ja im MCU über 100 bestimmt gewesen oder über 60, würde ich mal sagen. Also die Kohle, die du da verprasselst, das ist schon sehr viel. Ja, und warte, wir sind hier gerade im Voice. Maddie ist auch dabei, aber halt, wir reden hier gerade über, wir nehmen hier gerade den Podcast auf, über halt WandaVision oder allgemein Scarlet Witch und die Geschichte von Wanda Maximoff im MCU. Und ja, wenn du mitreden möchtest, dann schreib in Gespräche zum Spaß. Ansonsten halt zuhören. Oder halt nicht, wie du willst, wie du magst. Das ist der Grund, warum wir hier unten sind. Oh. So, Civil War, nochmal dazu gesagt. Civil War gab es auch die Szene, wo sich auch Wanda gegen Vision gestellt hat. Weil dieser nicht zulassen konnte, dass er gegen den Schöpfer, also Tony Stark, dass ein Teil der Avengers, falls ihr den Film gesehen habt, ansonsten würde ich die Hauptstory nicht wirklich spoilern, sich gegen halt die Idealen der anderen Avengers aufgetan haben. Sprich, Avengers haben sich untereinander bekriegt. Das gab es so nie. Das gab es so nie. Und es hatte, naja, es hatte, auch als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, warum? Unnötig. Fanliebe. Halt, war es nicht. Okay. Ja, das war ein ganzes Komplott dahinter, um das so Ja, hinzukriegen. schon, aber dass Tony nicht einfach von Anfang an vertraut hat, nee. Ja, weil das halt so erstmal aussah wie, ach, das ist bloß der beste Freund, der wird eh nie mehr. Naja, dann kann man den noch abschreiben. Der hat halt nie verstanden, warum ihr Steve Rogers seinen besten Freund Bucky Barnes nicht abschreiben konnte. Als den Feind, den alle anderen gesehen haben, sondern eher immer noch als Freund. Und das Problem ist ja auch noch, Bucky Barnes. Ach so, warte, das wäre ein Spoilern, oder? Sag. Wirklich? Okay. Bucky Barnes hat ja auch Tonys, ne? Ja, Eltern hat er. getötet. Wobei, nein, das war er nicht. Ja, das war er ja nicht, aber er wurde halt Das manipuliert. war nur Hydra, das war Hydra. Genau. Da war ja eine Kampfmaschine für Hydra. Sagen wir es mal so. Eben, das ist wie, er war auch so eine Art gehirngewaschen Terminator-mäßig. Genau. Bis man halt den einen
halt sozusagen den Chip, also diese Gedankenwäsche beendet hat. Und jetzt freuen wir uns auf jeden Fall an Falcon and the Winter Soldier. Am 19. März, yes! Auf jeden Fall reinschauen auf Disney Plus, holt euch auf jeden Fall Disney Plus. Und schaut WandaVision und alle MCU-Filme, alle. Das Witzige ist, hier Falcon and the Winter Soldier sollte vor WandaVision stattfinden. Oder findet sogar vor WandaVision das ist so. Statt. Kann das ich das kurz so. Sagen? Ja. Also Falcon and the Winter Soldier spielt ja ein paar Wochen nach Avengers Endgame. Und WandaVision spielt, soweit ich weiß, 3 oder 6 Monate nach den Ereignissen von Endgame. Fast ein Jahr, so viel ich wirklich? Weiß. Ja, soweit ich weiß, sind das 3 oder 6 Monate, aber egal. Nee, das spielt glaub, halt danach. Ja. Was ist, Kiros? Ja. Ich glaube, das war fast ein Jahr danach, ja. Ja, ich auch. Weil es jahrelang eigentlich gebraucht hat. Mindestens 6 Jahre, nicht 5 Jahre oder Dingsbums, sondern wirklich 6 Jahre oder 7 Jahre, bis Vision so weit konstruiert werden konnte, dass es, aber dazu später. Ich sag nur, es hat was mit Visions neuer Farbe zu tun. Ach so. Dazu später, zum Punkt 4. Auf jeden Fall weiter halt mit der Geschichte. Wanda hat sich auf jeden Fall gegen Vision gestellt, weil sie derselben Auffassung war wie Captain America, Falcon und den anderen, die auf der Seite des Winter Soldiers waren. Weil sie nicht abkonnte, dass einfach Freunde in den Stich gelassen werden. Naruto. Das war der Grund. Sie hat auch Steve Rogers super verstanden. Sie wusste, warum er das tat und hat ihn in dem Punkt unterstützt. Nichtsdestotrotz auch durch den Einfluss von Hawkeye, weil er die auch natürlich überreden konnte. Und ja, das war so die Wendung in Civil War, wo sich Vision auch Menschlichkeit gezeigt hat und sich von Wanda überreden lassen hat. Wo man wirklich gesehen hat, er vertraut ihr. Es ist Zuneigung da. Von dem Kampf der Avengers, so hat er aber nichts gehalten. Er hat das Ganze nur für Wanda getan. Zum nächsten Punkt natürlich, die Avengers haben sich aufgelöst nach Civil War. Natürlich im Frieden, weil alles natürlich irgendwie geklärt war, aber dennoch kann es nicht vergessen werden. Konnte das nicht vergessen werden. Danach sahen wir sie in Avengers Infinity War. Wanda und Vision quasi, aber nicht bekannt als Paar. Sie waren zusammen. Das die müsste auch... Die haben die Chancen genutzt. Eben. Da aber halt dennoch, das würde auch erklären, warum Vision in WandaVision ihr Mann war. Dass sie wirklich verheiratet waren, weil sie nie wirklich die Chance dazu hatten. Weil er eine Maschine ist, sie ein Mensch. Deswegen nicht, sondern die waren auf der Flucht, weil er wollte sie ja heiraten. Er hat sie, glaube ich, schon gefragt. Ja, das hat er zwar, aber dennoch war es kompliziert. Kinderwunsch etc., sowas in der Richtung. Naja, wir hatten ja Tony. Und jetzt sind wir dann angekommen. Wanda, also kurz nochmal zu Infinity War und Endgame. Wanda hat in Schmerzen Vision getötet. Thanos hat ihn zurückgeholt, nochmal getötet. Und das hat sie noch mehr gefickt. Sie war mental am Arsch. Und dann kam der Snap, sie war weg. Sie kam wieder, Hass auf Thanos und hat geholfen, ihn niederzustrecken. Was war danach? Sie hatten keine Chance zu heiraten, die hatten keine Chance irgendwas. Die musste jeden einzelnen ihrer geliebten Leute, vielleicht bis auf Hawkeye im MCU, beerdigen.
Und was war dann? Ein 6 Monate. Mental Breakdown, als sie in Sword Hauptquartier war und dort den toten Vision gesehen hat und sich nicht mal richtig von ihm verabschieden konnte. Was ich ehrlich gesagt traurig fand, Achtung, Spoilerwarnung, am Anfang hat man ja gedacht, die hätte den einfach mit in ihre Welt gezogen. Ja, dachte ich auch. Aber dem war nicht so. Natürlich hat Hayward alles erfunden. Ja, dieses dumme Stück Scheiße! Aber ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn verstehen. Er hatte einfach Angst. Ja, aber das ist trotzdem ein dummes Stück Scheiße. In den Comics wirst du ihn eher mehr mögen. Und ich glaube, Hayward wird nochmal auftauchen. Aber dazu im dritten Punkt, wenn es nur um WandaVision, Sword etc. geht. Jetzt sind wir nämlich da angekommen, und zwar, was in den Comics abläuft. Und zwar House of M. Natürlich auch in den Comics verliert Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, natürlich dort natürlich mehr als Scarlet Witch bekannt, in den Comic Universe, da auch Vision stirbt, kommt wieder als der weiße Vision natürlich noch vorher etc. und weiß nicht, also weiß natürlich, wer Wanda ist, aber hat nicht mehr die Gefühle, weil er nicht fühlen kann. Es ist, als wäre irgendwas in ihr gestorben. Und halt auch die Kinder konnten niemals geboren werden. Nee, warte, im Comic-Universe war das so, die Kinder waren da, aber sind halt verstorben. Speed und der andere sind, also Tommy und Billy sind verstorben. Und im House of M konnte es auf jeden Fall nochmal durch wen auch sonst, Mephisto, den Teufel, durch einen Pakt in einem, also dass sie halt in einem Haus ein eigenes Universum geschaffen hat. Aber sie hat, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, alle X-Men mit reingezogen. Alle? So gut wie alle. Nur, also zum Zerfall vom House of M, wer war dafür verantwortlich? Natürlich niemand anderes als Logan Wolverine. Kein Wunder. Weil dieser schnell gecheckt hat, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist faul. Und dann so, als er in den Spiegel geguckt hat, so, scheiße, warum habe ich keine Kräfte mehr? Und dann hat er noch andere überredet, auch Charles Xavier, und sie haben sich dann erinnert. Magneto sprang mit Peter Maximoff und Wolverine, genauso wie Charles Xavier, die Mauern und es war aus. Die Kinder wieder tot, Wanda wieder am Boden, Vision, ihr Vision, immer noch weg. Und dann kam der bekannte Spruch, den auch Leute, die nichts mit dem MCU oder Marvel überhaupt anfangen können, erinnern sich an diesen Spruch. No more mutants. Und da hat es auch angefangen, dass die sich mehr mit Agatha Harkness auseinandergesetzt hat. Okay, vorher auch schon, aber ab dem Zeitpunkt hat sie, wollte sie mehr Magie. Sie wollte mehr Kraft, um alle Mutanten entweder zu töten oder ihnen wirklich restlos ihre Kräfte zu rauben. Vor allem Wolverine. Ja, natürlich kam es dann zu einer Schlacht, aber das hat nichts mehr mit dem Thema zu tun. House of M war auf jeden Fall die Story, wie Wanda Maximoff komplett zerbrochen ist. Ich müsste den Comic noch lesen. Die hat den Spruch nicht so mit Absicht gesagt. Die hat nicht gewusst, dass sie das ausgerechnet auslöst. Zumindest nicht am Anfang. Das wusste sie nicht. Das wusste sie natürlich nicht. Aber die Wut kam dann. Ja, aber das ist dann wieder verständlich, dass es auch keine Mutanten mehr, dass sie natürlich unbewusst ihre Chaosmagie verwendet. Das war ein bisschen blöd, ja. Genau. Aber halt, natürlich, Agatha Harkness
hat nicht in dem Sinne von sich gehandelt, sondern natürlich auf Wunsch und Liebe von Mephisto. Weil er Wanda haben wollte. Er wollte ihre Chaosmagie. Wusstet ihr, dass Agatha Harkness noch nicht mal unbedingt böse ist? Nee, aber sie ist böse und tut Böses für Mephisto. Relativ, also für Wanda selbst ist er eigentlich nie wirklich ein Feind gewesen, sondern eher eine Mentorin. Ja, für Wanda schon, aber wie gesagt, wenn es sie hat auch Wanda oft den Rücken gekehrt oder in den Rücken gestochen, wenn Mephisto es wollte. Ja, aber ich muss sagen, dieser Agatha Harkness ist eigentlich schon eine coole Socke irgendwo. Ja, im nächsten Podcast können wir gerne mehr über Agatha Harkness reden und über halt Salem oder New Salem und alles Mögliche. Das können wir dann auch ansprechen, aber hier geht es mehr um Scarlet Witch. Und vor allem jetzt kommt der nächste Punkt, und zwar die Kräfte von Scarlet Witch. Wie würdest du die Kräfte von Scarlet Witch eher so erklären? Also ich habe mich mit dem Thema, also mit komplett ihrer Kraft, noch nicht so krass beschäftigt. Aber ich weiß, dass sie enorm ist. Fun Fact. Ganz am Anfang, als sie vorgestellt wurde, sollte sie noch nicht mal eine Hexe sein. Sie war bloß ein Charakter, der große Macht hat. Mit ihr war noch gar nicht so anzufangen. In den Comics oder im MCU? In den Comics. Ah, okay. Die kam zwar rein, aber eher erstmal als Charakter, womit man noch nicht viel anfangen konnte. Die wurde wirklich erst aufgebaut. Die war auch am Anfang nicht die Scarlet Witch, sondern einfach bloß Wanda. Jemand. Sie war einfach nur Wanda. Aber auf ihn auf jeden Fall mehr eingegangen wurde, war aber auf jeden Fall Peter Maximoff. Weil Quicksilver war schon von Anfang an der Liebling von vielen. Einer von meinen auch. Weil er schwul war. Was? Das wusste ich nicht. Ja, Quicksilver ist ein schwuler Mann. Der hat sich sogar in den Comics geoutet und hier auch so gelebt. Was? Also zumindest in einem zumindest in einer Welt des Multiversums. Er war nicht in jedem Multiversum schwul. Nee. Nicht in jedem, aber in dem bekanntesten war er ein schwuler Mutant, der auch für seine Rechte gekämpft hat. Auch im MCU? Ja, das fand ich aber auch gut. Natürlich aber in den Kanon, also in den Wolverine Comics, also in der Welt 66, also unserer Erde, in Marvel war der eigentlich nur straight. Ja, der war straight und war sogar, glaube ich, mit Dings zusammen. Wie hieß die nochmal? Spectrum. Okay. Also, Rambo. Ach ja, nicht Maria, sondern... Oh. Also die bald ins MCU komplett eingeführt wird. Ja, nein, ja, schon, nein. Ich, ja, er war auch mit ihr zusammen, aber auch mit der Mutter. Was? Auch mit der Was? Mutter? Das ist der Vogel, ey. Der ruft sich die ganze Familie. Deswegen kam in eines der Comics so nach dem Motto, warte mal, Rambo? Moment, weißt du, wer dein Vater ist? Und als sie sagte, ja, das weiß ich. Ich hatte auch Dingsbums, also als sie das erklärt hat. Oh, okay, ich kannte deine Mutter, weißt du? Oh, wisst ihr, was hier richtig witzig ist? Was denn? Es ist immer noch nicht geklärt, wer die Eltern von Wanda und ihr Peter sind, ne? Das ist klar. Das wurde aufgelöst. Nein, das ist klar. Wie? Ja. Das ist Magneto. Nein, es wurde widersprochen, es ist nicht Magneto. Der richtige Vater ist immer noch Magneto. Nein, es wurde geklärt, dass es nicht Magneto ist. Das wurde in anderen Comics wieder aufgeklärt. Man hat gedacht, es wäre Magneto, es ist aber nicht Magneto. Nicht? Nein. Deswegen ist es immer noch ein Rätsel, wer von den beiden die Eltern sind. Tony Stark. Die Mutter ist bekannt. Ja gut, dann habe ich das nicht richtig mitgekriegt. Aber der Vater ist noch nicht bekannt. Naja doch, der Vater von Peter ist auf jeden Fall Magneto.
Ja, das stimmt. Das hat man ja auch in Past, ich glaube, Zukunft ist Vergangenheit. Nein, nein, wir gehen nicht auf diese crappy Filme ein gerade. Wieso? Ich finde die ganz gut eigentlich. In den Comics war es so, in ungefähr 17, 17 Welten des Multiversums war Mephisto der Vater von Peter. Aber nicht von Wanda. Das wurde nie wirklich genau gesagt. Es ist Deswegen, ja. klar, im MCU sind es Zwillinge oder so, aber halt, wie kann Nicht es von dann sein, dass das Magneto der Vater nur von einem der Zwillinge ist? die Mutter hat Bäder reinlunschen lassen. Beiden. Naja, Ja, nicht. Ja. aber im MCU ist Magneto nicht der Vater, weil noch sind die X-Men nicht ins MCU Ja, aber eingegangen. die kommen noch rein. Die kommen noch Ja, rein. aber es heißt aber nicht, dass die dennoch da waren. Also, wenn man zum Beispiel, da sie jetzt drinne sind, kann man immer noch einen Zeitsprung zurück machen und sagen, ja, Magneto ist der Vater. Immer diese Zeitsprünge. Ja, haben sie aber auch in House haben sie jetzt aber in WandaVision auch gemacht. Ja, ich weiß. Und das war ja auch sinnvoll, muss ich zugeben. Ja. Man konnte das besser nachvollziehen, finde ich. Vor allem wurden die Namen von Dings genannt. Wenn einer von denen Erik hieß, dann wissen wir genau. Ah, Erik Lenz, ja. 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 Oder die hätten ihn einfach Erik Maximoff genannt. Das heißt, dass er der Magneto des MCUs ist, nur nie zu Magneto wurde. Nein. Das würde es erklären, wenn sie sich nach dem Film auch oder nach einer Welt des MCUs wenden würden. Wie wollen die das eigentlich Des machen? Marvel Universe. Also, ich Hä? meine, kommen die Jüngeren, also X-Men vor, also halt mit Michael Fassbender oder. Es könnten auch beide auftauchen. Oh, ach ja, wegen hier Doctor Ja. Strange, ne? Ja, erstens Für. wegen Dr. Strange und außerdem hat noch vor Jahre zuvor, noch vor Endgame, jemand so einen ähnlichen Zeitsprung hingelegt. Und zwar wer? Natürlich Wolverine. Ja. Und es ist bestätigt, die Idee mit diesem Zeitsprung hat Marvel gestohlen. Naja. Und zwar von Wolverine oder halt. Ja doch, Wolverine, Zukunft ist Ja, Vergangenheit. die haben das ein bisschen umgeändert, sagen wir es mal so. Die haben es besser erklärt. In eine gute Art umgeändert, finde Aber ich. auch von der Ja. Technik her. Wie die das machen. Ja. Weil da das Ant-Man mit reingenommen wurde und sein Mikroversum da reingeschnippelt, das fand ich cool. Ah, ganz ehrlich, Ant-Man ist einer der schlauesten Charaktere, die es überhaupt bei Marvel gab. Früher war das so. Hank Pym, zumindest der erste Ant-Man auf jeden Fall. Bei Scott Lang hat was drauf, aber ist nicht der Schlauste. Aber er ist cool. Ja, Scott Pimp hat ihn aber auch oft halt angeleitet, ne? Ja, klar. Aber trotzdem, der Schlauste von allen beiden ist immer noch Hank Pym, weil Hank Pym hat Ja, sogar Hank in Pym, ich Scott bin, sorry. Hank Pym hat in den Comic-Serien, genauso wie in, weil das habe ich ja erst vor kurzem bei Disney gesehen, der war genauso schlau wie Tony Stark und hier Mr. Fantastic. Weil in den Comic-Serien waren die sogar ein Trio, die drei klügsten Menschen Ja, auf der aber da war noch jemand dabei. Zwar indirekt, und das war niemand anderes als Banner. Ja. Aber halt, weil er oft halt zu den Grünlingen wurde, mussten sie ihn rausschmeißen. Naja, aber er kann hier, Banner kennt sich trotzdem als einziger perfekt mit Gammastrahlung aus. Ja, Also ja. er ist der Einzige, der sich in der Hinsicht Ich sehr sag ja genau. nur Planet Hulk. Oder mich? Ja. Gamast. Nicht witzig. Es gab sogar, naja, egal. Wir schweifen vom Thema ab. Ja, gut. Jetzt weiter zu dem Thema WandaVision. Und jetzt das Thema Sword.
Und natürlich niemand anderes als Hayward. Er hat nämlich versucht, nicht Vision wiederzubeleben. Er wollte Ultron. Er hat denselben Fehler gemacht wie Tony Stark. Nur, er hat es schlauer gemacht. Er hat wirklich versucht, das Gute in Ultron zu erwecken, was er auch geschafft hat. Er hat nämlich wirklich gesagt, Vision und Dings sind die Bösen. Er hat auch nur gegen die gekämpft. Die anderen hat er gar nicht erst angerührt. Im Comic, in den Comicreihen war das so, dass Hayward zwar ein paar schlechte Dinge getan hat, aber eigentlich ein komplett lieber Kerl ist. Er hat nur keine Lust mehr gehabt, sich von den Avengers einnullen zu lassen. Er hat einen riesen Hass auf Nick Fury, Tony Stark und vor allem wen auch sonst. Wie heißt der nochmal? Captain America. Steve Rogers. Ach, Captain America. Ja, siehst Ja, du. im Comic hat sogar Hayward beinahe geschafft, Captain America dem Tode hinzurichten. Also dem Tode hinrichten zu lassen. Was? Da hätte doch bloß Civil War abwarten brauchen, Ja, weil aber so da. richtig Civil War gab es damals aber noch nicht in Das den weiß Comics. ich. Ich kenne die Comic, die beiden Comics zu Civil War 1 und Civil War 2. Und die hätten daraus so viel machen können, aber In gleichzeitig auch den wieder nicht, Filmen, weil ja, haben sie aber nicht. ja, die hatten nicht die Rechte dazu. Weil bei Civil War war ja jeder fucking Held beinhaltet. Ja, auch Spider-Man. Ja. Ja. Und Wobei Spider-Man hat aber nicht für Tony Stark gearbeitet. Er war für den Winter Soldier und Captain America. naja, das war ja so ein Hin und Her. Bei Spider-Man ja, aber am Ende war er halt mehr für den Winter Soldier, weil Stimmt. er hat's verstanden. Er hat's verstanden, weil Peter Parker, jetzt fernab von Tom Hollands Version, Peter Parker, wie viel hat er durchgemacht? Wie viele Freunde hat er verloren? Und wenn er da noch eine Chance sieht, jemanden glücklich zu machen, wenn er einen Freund rettet von einem Freund, ist doch klar, dass Spider-Man auf der Seite von Captain America ist. Aber ich finde, Spider-Man ist eine ganz eigene Sparte. Da gibt es so viel zu erzählen. Ja. Ja. Deswegen schweifen wir nicht weiter ab. Es geht nur um Scarlet Witch. So, oder halt WandaVision jetzt. Hayward hat es geschafft, einen weißen Vision herzustellen. Wie auch in den Comics. In den Comics war das ein bisschen anders. Aber Hayward hatte in vielen anderen Dingen da auch seine Finger im Spiel. Jedoch, man hat es gesehen. Ist halt meine Meinung. Hayward ist ein Arschloch, aber er ist kein schlechter Mensch. Überhaupt nicht. Ich meine, ich will mir auch gar nicht vorstellen, was er alles durchgemacht hat. Halt in diesen 5 Jahren, wo die Avengers es einfach verkackt hatten. Ja, was heißt verkackt gegen so eine Übermacht wie Thanos? Da soll er mir mal zeigen, dass er besser bestehen kann. Wie hätte er es denn gelöst? Ich meine, die konnten Ja. froh sein, dass die Avengers hatten. Anstatt so blöde zu sein und zu sagen, ach, die scheiße Avengers haben alles verkackt, würde ich mir da eher Ja, sagen, aber so wie würdest ja. du es denn, wie würdest du da noch denken? Die Wenn hätten. du so eine Scheiße durchgemacht hast und nur auf dich allein gestellt warst. Ja, das trotzdem, die Avengers konnten am wenigsten dafür. Die haben ja noch versucht, gegen diesen Wichser zu kämpfen. Und ich finde, Thanos war kein Wichser, der hatte am Anfang gute Ansichten, aber falsch umgesetzt. Das Kinn war zu groß. Nein, Thanos, dazu sage ich nur kurz was und dann beenden wir auch das Thema. Das ist nur eine ganz kleine Theorie, an die ich sogar glaube. Und zwar Thanos hatte in jeder Version, die Doctor Strange auch genannt hat, in jeder von diesen Milliarden, Millionen, whatever, gewonnen, weil er immer seine Ansicht geteilt hat. Er wollte das Universum besser machen. Aber als er gesehen hat, durch Nebula,
was die wie die Avengers mit ihm durch seine Tat umgegangen sind. Hat er seine Denkensweise geändert, deswegen hat er in Endgame verloren. Ja. Weil er auf Rache aus war. Ja, aber ich glaube nicht, dass das das einzige Mal war, wo man hätte gewinnen können. Das geht gar nicht. Das Multiversum ist so groß, es hätte mindestens mehrmals geklappt. Nur ach, das haben die doch wegen Spannung gemacht. Ohne Scheiß. Nein. Er hat die, es ist bestätigt. Dr. Stephen Strange hat nur die anderen Zeitlinien. Sprich, die Parallelen, die sich wirklich parallel laufen und nicht die anderen Welten des Multiversums durchgegangen. Er ging nur auf die wirklich nebenan liegenden Zeitlinien. Und es sind halt so viele, dass es auch auf diese Zahl kommt, die er genannt hat. Ja, aber trotzdem, das haben die auch wegen Spannung gemacht, also den Satz zu sagen. Ja. Nein, das haben sie aus den Comics übernommen. Oh, okay, ja, okay, trotzdem ist das ja ein Spannungsfaktor. Natürlich, die Zahl war ein bisschen höher, aber dennoch, im Grundprinzip war es eigentlich dasselbe. Thanos hätte immer gewonnen. Ich fände es besser, wenn die den Anfang hier komplett übernommen hätten, dass gleich am Anfang geschnipst worden wäre. Und ja, und die dann erst reagieren können. So wie es in den Comics war. Ja. Das finde ich cooler. Oder was ich besser fände, dass es bei dem bei den Snap oder bei dem Blip. Steuerter Name. Ja, dass Thanos das so gemacht hätte. Oder eher gesagt, dass Disney und Marvel so gemacht hätte, den Snap nicht zu zeigen und es erst in Endgame zu machen. Das hätte mehr Spannung. Er hätte den Snap gemacht und dann Film zu Ende. Naja, man hatte einen Cliffhanger. Ja, der Cliffhanger wäre aber gut. Ja, da wüsste man nicht, wer überlebt hätte und wer nicht. Eben. Aber ich erinnere mich noch an die, wie, ich habe ja diesen Moment, wenn man was sagen, wenn sie in dem Moment, wo man sagt, vergisst. Kenn ich. So, jetzt gehen wir aber auch weiter zum Thema des für WandaVision. Natürlich, Wanda war zerstört, ist natürlich, was sie auch in Folge 8 erfahren haben, durch Agatha Harkness, weil sie einfach die Story von, also die ganze Lebensgeschichte wieder für Wanda halt neu gemacht hat. Wanda kam ja in einen Ort und hat eine eigene Welt erschaffen. Wie hieß das nochmal? Westview? Genau. In Westview hat ein neues Leben erschaffen hat. Natürlich alles gespielt, alles gefaked. Die hat Menschen als Sklaven gehalten. Ihre eigenen Gedankenkontrolle. Aber wenn man die 8. Folge gesehen hat, dann weiß man auch, wieso und es tat einen umso mehr leid. Sie hat durch ihre Macht, durch ihre Kraft, durch ihre Chaosmagie, hat sie es geschafft, Vision wieder zu beleben. Auch wenn nur aus ihren Gedanken heraus, durch die Fragmente des Mindstones. Zumindest im MCU, wie es im MCU erklärt wurde. Und ja. Und natürlich halt auch die Kinder, wie sie halt, der Wunsch nach Kindern, wie sie das nur mit ihrer eigenen Kraft geschafft hat. Und natürlich halt weiter, wie das ging, wie sie einfach, nur weil sie es wollte, weil sie einfach so viel Schmerz hatte, so viele Menschen, halt die alle Menschen von Westview bannen konnte, also in ihren Bann ziehen konnte und sie genau ihren Schmerz spüren konnten. Und ja, das fand ich umso trauriger alles. Dazu habe ich eine Theorie, muss ich zugeben. Ja. Können wir mit den Theorien gleich zukommen, wenn halt, wenn wir beim nächsten Punkt sind? Ja. Weil da habe ich auch noch ein paar. Ja, hast du noch zu deiner eigentlichen Serie noch was zu sagen? Relativ. Ich fand's eigentlich schade, dass sich dieser andere Quicksilver, der präsentiert wurde, einfach nur als Manipulation rausgestellt hat. Ja. Man weiß es ja nicht. Dafür habe ich aber noch eine Theorie. Das hat man aber gesehen. Der hatte ja einen Anhänger von Agatha Harkness.
Er hat es auch gesagt. Ja, aber es war dennoch kein Fall. Es war ein falscher Pietro, aber kein falscher Quicksilver, meiner Meinung. Aber dazu gleich mehr. Okay, bin ich mal gespannt. Natürlich fand ich es auch cool, wie halt Rambo ihre Kräfte bekommen hat und zu Spectrum wurde. Aber halt, wie sie auf Wanda gewirkt hat. Sie hat ihre Mauer durchbrochen und hat gezeigt, dass sie eine Freundin ist. Und hat auch gezeigt, so, dass sie halt Fehler gemacht hat mit den Menschen von Westview. Und natürlich auch Agatha Harkness. Sie war zwar die Antagonistin, aber wenn man es genau betrachtet, hat sie ihr nur Tipps und Ratschläge gegeben. Und Also, halt eigentlich auch indirekt befohlen, die Menschen freizulassen. in der Hinsicht, Agatha Harkness ist eigentlich für mich in der Serie gar nicht die Böse gewesen, War sie weil auch nicht. sie hat eigentlich Wanda geholfen, mit ihrer Vergangenheit ein bisschen Klarheit zu schaffen. Ja. Ich glaube eher, sie hat eher im Sinne von Mephisto gehandelt. Aber der ist ja noch nicht vorgestellt. Nee, aber sie ist seine Frau. Deswegen dachte man auch, Ralph Boner ist Mephisto. Deswegen dachte man auch, Quicksilver ist Mephisto. Aber dem ist nicht so. Nein. Also halt, ich glaube immer noch, Ralph Boner ist einfach nur der Zeuge von Dingsbums und wurde halt von Strange zurückgeholt. Kann ich noch was dazu sagen über den Bruder halt, Quicksilver oder Petro halt? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich habe mal eine Bravo da gelesen und da so, ja, 10 Gründe, warum Pedro und Quicksilver ein und dieselbe Person sind. Und da denke ich mir, hä? Wie, Nee. ich verstand da überhaupt nichts mehr, weil das ist ja auch eigentlich so ein Knackpunkt, wo Fans ja auch ein bisschen gespalten sind. Ist das jetzt eine Person oder so, mehrere, wie auch immer? Das war Es ja, kommt drauf an, ja. es ist eine Person, aber wenn, was viele nicht checken, hallo Multiversum! Ja, genau. Okay, gut. WandaVision hört damit auf, dass Wanda alle Leute befreit. Komm nochmal zum Thema zurück, ich will das endlich mal abschließen. Und ja, dann sich zurückzieht. Und dann sieht man in der Post-Credit-Scene Rambo. Also nee, in der Mid-Credit-Scene Rambo, wie sie halt mit einem Skrull redet und natürlich auf Nick Fury verweist, der da oben im Weltraum ist. Ne? Ja, und in der Wobei Hand. ich das scheiße fand, dass sie das nicht gesagt hat, sondern einfach nur nach oben gezeigt hat. Ist irreführend gewesen. Die hat ja auf die Ja. Sterne geachtet. In der Hand. Post-Credit-Scene hat man noch gesehen, dass Scarlet Witch jetzt die Chaosmagie studiert. Ja, eher gesagt, dazu gleich. Es war die Mid-Credits-Scene, erstens, das mit halt Nick Fury, das mit Rambo, also mit Spectrum. Und halt die eigentliche Post-Credits-Scene symbolisiert eigentlich das House of M. Sie hat die Kinder gehört. Sprich, es könnte sein, dass Mephisto in ihren Gedanken ist. Oh. Und so versucht, mit ihr zu kommunizieren. Das ist meine Theorie. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt zu den eigentlichen Theorien kommen. Ihr beide fangt an, ich gehe mir kurz rauchen. Ja, viel Spaß. Also ich habe ja Ja. keine, ich habe die Serie ja leider nicht gesehen. Die läuft auf Disney Plus. Nein, es geht allgemein jetzt um Scarlet Witch Ja, auch. das meine ich ja auch. Naja, Es du. können auch Theorien sein, die du noch von Age of Ultron hast oder so. So, nein, eigentlich nicht. Ich bin gleich auf jeden Fall wieder Ja, bis da. gleich. Ja. Ja, Also, dann fang ich mal kann an. sagen, mache ich doch. Eine Theorie, wie es jetzt weitergehen könnte, ist, dass sie vielleicht sogar als ein Gegner des MCUs auftreten könnte. Was ich sehr schade fände, weil Die Fans. Wanda ist ja eigentlich nicht böse. Aber man hat halt
keine Ahnung, wie die Scarlet Witch drauf ist. Weil in der ganzen Serie wird ja eigentlich bloß gesagt, dass ja, die Scarlet Witch das Chaos repräsentiert, den Untergang, bla bla bla. Also sowas wie Phoenix 2. Mhm. Aber ich habe da... Die Scarlet Witch ist halt sehr mächtig. Ich hoffe nicht, dass die sowas Ähnliches dann machen wie, in, ja, also, wie bei X-Men, zwei Versuche mit Phoenix, die zweimal schiefgegangen sind. Schande. Dürfte ich kurz was sagen dazu? Dürfte ich kurz was sagen dazu? Wegen deiner Theorie, also mit, dass die irgendwie böse wird, ich glaube, das kommt bei den Fans auch, glaube ich, nicht so gut an, weil es gibt bestimmt auch ein paar, die Scarlet Witch ins Herz geschossen haben. Ja, aber das Problem ist, in den MCU-Comics und so alles, die Scarlet Witch ist halt mal gut und mal böse. Also sie ist so ein Zwischending. Bei ihr kann beides auftreten. Zum Beispiel, wie schon im House of M gezeigt wurde, dass sie aus Versehen hier so sagte, keine Mutanten mehr. Das war ja nicht unbedingt mit Absicht, aber Schaden eingerichtet hat sie damit trotzdem. Mhm. Und deswegen, dass sie vielleicht unbeabsichtigt, zum Beispiel durch die Macht, die sie jetzt vielleicht versucht zu erlernen, diese Chaos-Magie, dass sie dadurch in Spalten rutscht, wo sie vielleicht nicht so schnell wieder raus kann. Mhm. Naja, ich hoffe mal, dass, wenn sie sowas studiert, da keine Wutanfälle oder so, dass sie das halt dann besser kontrollieren kann. Ehrlich gesagt, wir könnten froh sein, dass es nur so reagiert hat, weil die Macht, die in ja, Wanda Maximoff innewohnt, die hätte sehr viel mehr als nur Westview rausbringen können. Stimmt. Aber nicht zu der Zeit. Zu der Zeit, weil sie vor allem ihre Kräfte nicht wirklich verstanden hat. Im MCU ja, aber ich bin trotzdem mal sehr gespannt, wie das sein wird. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die, auf die vierte Phase. Böse wird. Ja. Weil es kann beide. Mhm. Aber bitte nicht so verkacken wie bei X-Men und Phoenix. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil Disney und, das MCU haben es immer gerettet. Mit jedem einzelnen Film. Ich meine ja bloß, weil die zwei Phoenix hier, die Filme an sich waren nicht schlecht, aber... Die Filme nicht. Der beste war immer noch Apocalypse. Ja, aber hier X-Men 3 war nicht so übel, aber das wurde halt nicht gut erzählt von Phoenix her. Und den anderen Phoenix-Teil habe ich nicht gesehen, ich habe immer bloß gehört... Vor allem meiner Theorie zufolge war es nicht wirklich Dark Phoenix. Im ersten... Also im ersten Durchlauf von X-Men. Du meinst von 2003 den Film? Ja, genau. Ja. Das war nicht wirklich Dark Phoenix. Es war immer noch Jean Grey. Ja, ich habe den Film sogar gesehen. Oder der normale Phoenix, weil das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Weil der Phoenix hier, das kommt halt auf die Laune, der der Phoenix ist eine Frau und hat seine Tage. Es ist auch eine Frau. Ja, nicht nur, der Phoenix kann in viele Gestalten kommen. Das ist ein Wesen. Ja, dass es hauptsächlich immer Jean Grey traf, ein bisschen blöd, ja. Sexist. Ja. aber der Phoenix hat sich Jean Grey in den Comics zum ersten Mal gezeigt als Frau. Ja, das ist ja auch... Selbst Galactus sagte, so eine Furie habe ich selten gesehen. Ja, aber Galactus, was weiß der schon? Der frisst Planeten. Ja, ist aber saustark, das Vieh. Ja, klar, aber... Außerdem ist er auch sehr schlau. Mal gucken. Ja, aber der überschätzt sich auch sehr gerne selber. Ja, siehst du. Ja. Man kann sagen... Wer hat ihn zusammengeschlagen? Es war niemand als der God of Thunder. Galactus? Nee. Ja. Aber die Fantastischen Vier haben schon gegen den gewonnen. Naja. Nee, die haben ihn nur zurückgeschlagen. Die haben ihn nicht gänzlich besiegt. Die haben ihn nicht getötet. Ob man Galactus wirklich töten kann, ist... Nein, er hat ihn getötet. Zumindest in eines der Multiversen. Hat Thor es geschafft, Galactus zu töten.
Das hat bisher, glaube ich, noch niemand geschafft. Wie groß ist der überhaupt Okay, eigentlich? Wie groß ist der überhaupt eigentlich? so groß wie ein Planet. Nee, größer als Ja, Planeten. das Ja, meine ich aber ja. der größer, Größer. Ich sag ja nur auch die Comic, auch der Cartoon von Silver Surfer, wie der dadurch wie der da dargestellt wurde. Man hat nur den Kopf gesehen. Aus den 90er meinst du? Aus den frühen 90ern, ja. Ja. Ja, die Größe variiert bei Galactus, muss man zugeben. Es Ja. kommt auf das Multi, es kommt auf die Welt, also es kommt auf wo man im Multiversum ist. Es kommt darauf an. Es gab auch mal einen Winzling, der halt Galactus war, ne? Aber das war halt dann nicht Galen, glaube ich, hieß der. Also der zu Galactus wurde. Der Winzling war, glaube ich, jemand anderes. Okay. Aber das ist halt egal, ne? So, was habt ihr denn, bevor ich nicht, also als ich nicht da war, noch besprochen? Über die Wie Theorie. gesagt, ja, wir hoffen, dass das nicht so abläuft wie bei Phoenix dann. Das Ah, kann ja. okay. Also wenn halt die X-Men-Charaktere dann kommen, ne? Genau. Ja, wir Okay, hoffen gut. einfach, dass Scarlet Witch nicht hier, sie kann zwar böse werden, aber dass sie nicht so versaubeutelt wird wie hier halt in den Phoenix-Filmen. Ja. So, komm, also jetzt wollte ich eine th andere Theorie ansprechen. Gut, dass du X-Men ansprichst. Ralph Boner, Fake Pietro oder auch Peter Maximoff, je nachdem. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir da mehr Infos bekommen in Doctor Strange Multiverse of Madness. Das ist ein guter Film. Und ich glaube auch, dass wir dort wieder auf Dormammu treffen. Und Wirklich? natürlich auf Mephisto. Vielleicht nicht gänzlich, aber dass wir mehr Hinweise auf ihn bekommen. Ich glaube nicht, dass Mephisto einfach jetzt so auftaucht, da bin ich. Nee, ich glaube, dass wir nur eine Art Post-Credit-Scene bekommen, wo er vorkommt. Oder halt glühende rote Augen oder irgendwas sonst. Aber Besser als nicht per nichts. se. Besser als nichts auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber auch, dass es in Multiverse of Madness eher darum geht, weil als wo WandaVision spielt, spielt auch Multiverse of Madness. Weil Doctor Strange verschwindet direkt, wirklich direkt nach den Geschehnissen um Falcon and the Winter Soldier. Ich hatte mal eine Frage. Ja. Ist Dormammu, ich habe ja Doctor Strange gesehen, aber an das Ende. Ist der nicht versiegelt worden, soweit ich weiß, oder irgendwie eingesperrt? Dormammu kann in seiner eigenen Realität, in seinem eigenen Universum, kann er machen, tun und machen, was er will. Ach so, war das. Er wurde nicht versiegelt, es wurde ein Pakt ausgehandelt, dass er weggehen soll. Ja. Aber halt, wie wir wissen, auch aus den Comics, Dormammu hält sich meistens nie dran. Ja, welcher Bösewicht hält sich schon dran? Selbst Thanos muss eigentlich noch wiederkommen. Ja, Ja, Thanos. aber Thanos ist Thanos ist eigentlich ein Held, eigentlich. Was? Theoretisch. Ich würde Anti-Held sagen, wie zum Beispiel Deadpool Thanos ist Schrebergärtner. oder so. Aber ja, Thanos ist eigentlich nichts weiter als ein Anti-Held. Er ist nicht gänzlich böse. Dafür hat er zu viele gute Eigenschaften. Ja, Hus, seine Tochter umzubringen. Ja, aber hast du gemerkt, Ja, klar, es wie tat ihm leid, ihm aber trotzdem. nahe stand? Also, das hat er nicht getan, weil er es wollte. Ja, aber Moment. trotzdem. Ja, zum Beispiel bei den ja, Comics hat er das bloß gemacht, um seiner großen Liebe zu zeigen, also irgendwas zu beweisen. Den Oh, Tod meinst Lady du? Death, Alter, die Rolle Ja. geht mir jetzt schon auf den Sack. Er hat sich ja auch mit Deadpool ja schon angelegt, wegen der. Ja. Ach stimmt, das Und, weiß ich noch. aber wer hat verloren? Thanos. Deadpool ist Ja, einfach zu geil. vor allem bei Deadpool. Ein Fun Fact. Sorry, dass ich euch jetzt unterbreche. Selbst Venom hat gesagt, sorry, der ist mir zu weird.
Ich weiß noch, im Secret War, da hat er sich mal mit Venom verbunden. Aber der wusste, aber Deadpool wusste ja genau, das ist ein Symbiont, da gehe ich jetzt nicht mal dran, du sollst verschwinden, husch, husch. Und er hat Nein, der hat ihn übernommen. Der hat ihn übernommen, aber Venom ist sozusagen schreiend weggelaufen. Ach so war das. Ja. Das ist doch gut, das hat zu bedeuten, der hat sehr viel Charisma. Ja. Venom hat auch Angst vor Deadpool. Das muss man erst mal. Ist auch wirklich so. Es wurde halt so gesagt, auch in einem Comic, als in einem Venom-Comic, hat man gesagt, wir könnten andere Anti-Helden oder Helden rufen, die uns da unterstützen. Wie wär's mit Deadpool? Und dann so Eddie, so erstmal so ein Gedankengang, ja, kann man machen. Und dann so Venom, nein, 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 nein! So, wo waren wir stehen geblieben? Wirklich, es ist indirekt bestätigt, die größte Angst von Venom, also Venom, ist Deadpool. Weil er sein Kopf nicht klarkommt. Ja. Wenn ihr Deadpool kommt noch nicht mal selber mit sich klar. Nee. Ja. Zum Thema Venom, den er am wenigsten ernst nimmt. Und da ist er derselben Meinung wie Spider-Man, denn es gab mal so ein Side-Comic einfach, wo sie beide irgendwie halt ein Bier oder keine Ahnung was getrunken haben und abgelästert haben. Und dann so, nee, man kann Dings nicht ernst nehmen. Also, wie heißt das nochmal? Dr. Octopus, dann Venom gesagt so, Dr. Octopus, der ist doch total die Flasche, etc. Du hast ihn schon wie oft fertig gemacht und ja, bla bla. Und dann so, kam dann so, aber wir sind uns, glaube ich, einig. Der unernstzunehmendste Superschurke in unserer Welt ist J. Jonah Jameson. Oh ja. Da sagt Venom dann so, exakt. Oder so ähnlich. Ja, Jameson ist aber auch ein richtiger Flachwichser. Ja. Sagen wir es so, nicht in Spectacular Spider-Man in den Comics. Da hat man gesehen, warum er so war. Und er tut mir richtig leid. Ja, schon, aber trotzdem. Ich weiß nicht, warum der so Hass auf Spider-Man hat, der eigentlich immer wieder alle retten will. Und dieser Flachwichser. Nein, es erklärt sich. Er hat einfach Angst. Angst, dass es immer wieder dasselbe passiert wie mit seinem Sohn. Dann soll er zur Therapie gehen. Ja, er wird ja auch in dieser Welt, also die ich gerade angeschnitten habe, in den Comics, wird er auch zum Mentor von Spider-Man, als er seine Identität erfährt. Also, als er erfährt, dass er Peter Parker ist und er mag Peter Parker. Und dann hat er einen psychischen Kollaps, weil Peter Parker erinnert ihn an seinen Sohn, ich glaube Alex heißt er. Oder hieß er. Hat er einen Sohn gehabt? Ja, ui. Auch ein Spalt. Ja. Ui. Deswegen hasst er auch Superhelden, weil es seinen Sohn irgendwie so hat. Aber lass uns mit dem Spider-Man so reden, wenn du einen eigenen Podcast darüber machst. Ja, ich wollte es nur mal kurz so anschneiden, ne? Ja, weil so ein Spider-Man-Podcast. Wenn wir hatten. Die nächste Theorie. Bleiben wir mal beim Thema. Wir schweifen echt die ganze Zeit her. Ja. Die nächste Theorie, wir haben ja Doctor Strange, Ralph Boner. Also natürlich, meine Theorie ist, Ralph Boner ist wirklich der Quicksilver aus dem X-Men-Universum. Sonst wäre es nicht Chris Evans. Die hätten auch Dings nehmen können. Auch in den Audiospur von den Machern war das ja auch so. Es ist Chris Evans, Dingsbums, der Quicksilver aus den X-Men-Filmen. Sie haben ihn bewusst genommen. Und Marvel macht nicht einfach nur so als Easter Egg.
Richtig. Vor allem nicht so eine große Nummer. Easter Egg Das wäre war ja auch das. Plakate oder sonstiges, aber kein Charakter. Eben. Genau. Ich meine, auch die Leute dachten ja auch, dass es nur ein, dass der Spruch von Dingsbums, wie heißt das nochmal, dass der Spruch von Ego nur ein Easter Egg war, dass er gesagt hat, ich bin nur eines der mächtigsten Wesen. Der gesamten, des gesamten Universums. Er hat sozusagen, er ist nicht der Mächtigste, es gibt noch jemand Mächtigeren. Und dann, also zumindest im MCU, wer kam? Thanos. Und in den Comics ist bewiesen, Thanos. Thanos hat selber schon mal gegen Ego gekämpft und ge gegen Glorreich von dann. Zwar schwer verletzt, aber er hat gewonnen. Der Typ hat ja auch nicht mehr alles. Ja, ein überstarkes Kinn. Nein, Thanos Nein. hat somit das ganze Universum gerettet. Weil Ego war in dem Comic der Böse. Also der Planet, also der Vater von Peter Quill. Ne, zumindest im MCU. In den Comics ist das nicht. Naja, es kommt darauf an. Mal doch, mal nicht. Aber in dem Comic war er das. In diesem Comic war er das. Er hat halt, er hat halt so wieder so einen Machtschub bekommen, so nach dem Motto, ich kann alles, rotten hier mal ein, zwei Planeten aus. Das kam, und dann hat sich das halt weitergespiegelt, ähnlich wie bei Galactus. Ich will jetzt mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will stärker werden, ich will das, ich will das, ich will die unterjochen. Und dann kam Thanos. Und hat ihnen die Visiten gelesen. Ja, Thanos hat wirklich sozusagen Ego gestoppt. Und ja, habt ihr noch irgendwelche Theorien zu Phase 4? Ja, ich. Ja? Joe, dass halt mehrere Charakter kommen. Wir haben das ja jetzt mit Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire, also Ja, halt das die ist drei halt Spider-Mans, nur die klar. Theorie, dass die dann jetzt Ja. noch auftauchen. Es ist aber noch nicht ganz bestätigt, Ja, leider. doch, 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 die haben, man hat doch Bilder vom Set gesehen und selbst. Nein, Dings, Andrew Garfield sagte, er wird nicht mehr Spider-Man Oh, spielen. oh. Naja, mal Aber dann kommt schauen. von Marvel, Andrew Garfield kommt und es ist irgendwie so ein Hin und Her. Mal schauen, wir schauen einfach. Ja, mal Aber schauen. ich Aber würde ich es ja weiß feiern. es. Die Theorie ist für mich aber auch, ich will alle Spider-Männer sehen. Ja. Ich würde es ja auch feiern, wenn mehrere Versionen von, was weiß ich, Captain America kommt, also von den Avengers halt. Weil Cap ist ja jetzt auch ein alter Mann und da würde sich ja auch anbieten, wenn Doctor Strange schon eine andere Version von Captain America sieht und mal mit ihm spricht. Das wäre geil, finde ich. Oh. Eine noch Theorie, dass Chris Evans zurückkommt. Als Johnny die Fackel. Nein. Als Captain America. Aber natürlich als der Captain America, der für Hydra arbeitet. Oh. Oh, das wäre mies. Das wäre geil. Hat er nicht. Den bösesten Wichser, den ich jemals im Marvel, bei Marvel den Comics lesen durfte. Ich hab ihn so gehasst. Das tat mir Verständlich. Tony Stark leid. Ich so, wir sind doch Freunde und dann BOOM! Weg! So kann Tony Stark auch sterben. Oh mein Gott, Jämmerlich und nein. winselnd. Vor Captain America. Nee, das ist klar, bei einem anderen Multiversum, also beim anderen Universum halt, aber ja. Ja, so war das ja auch. Ja. Oder zum Beispiel, es gibt ja noch so ein Captain Britain zum Beispiel, könnte man einbauen oder halt auf, ne, das mit dem Multiversum halt. Oder. Da gab es so einen, ich kenne aber leider nicht den Namen, der war auch für kurze Zeit Captain America. Und hat auch, glaube ich, einen Captain-Titel gehabt oder so. Captain Das war USA oder sogar schon. so.
Ich glaube, Captain USA, ja. Sogar eine Frau war schon Captain America. Ja, stimmt. Aber was ich gerne sehen würde, diesen kleinen, lustigen, grünen Kobold, der rein durch den Fingerschnitten seinen Willen hier, also alles aus dem Hut zaubern könnte, wenn man es so sagen will. Ach, der Leprechaun. Ja, dieser Typi halt, der seinen Spaß haben will. Ja, ist aber zwar ein Anti-Held, aber ist mehr Reaktion böse. Ja, aber das wäre mal cool, einen Film mit denen als Gegner. Also überwiegend kam er aber in den Comics von der Ente. Duckman Duck, ne? Was? Ne, Auch oder, bei nee, warte mal, wie Power sei Dank. Power zu Dank, Junge! hieß Schäm dich bitte! der? Entschuldigung. Schäm dich! Ja, Duckman Duckman Duck Duck ist. ist Disney! Entschuldigung. Da gab es ja auch mal einen Film, ich glaube aus den Power Duck ist jetzt 2000ern, auch ne? Mit der Ja, Ente. aber hier reden wir zwar über Disney halt, aber mehr Marvel Disney. Ja, ich glaube, und nicht Disney. Nein, geh mir weg mit dem Scheiß. Hey, Howard the Duck war richtig cool. Als ich das als Kind gesehen habe, wusste ich noch nicht mal, dass das MCU, dass es ja Marvel ist. Ich weiß nicht mal, von welchem Verlag das kam. Ich glaube sogar von Sony selbst. Aber keine Ahnung. Ich glaube, die haben die Rechte. Nee, das war ja. Obwohl, ja, Ja. der war ja auch in Guardians of the Galaxy 1 und 2, soweit ich weiß. Oder nur 2, oder? Ja, stimmt. Da kam Ja, er ne, weißt du vor. noch die Szene in der Bar? Ja. Ja, geil. Ah. Das sollte auch an den Film erinnern, die Bar-Szene. Also aus den 90ern, den. Ja. So, ich habe auch noch die Theorie, dass auch Hulk noch seinen eigenen Film bekommt. In Phase 4. Und dass natürlich alle Versionen von Dings, von Hulk, von den Schauspielern, kommen. Und ich freue mich so mega auf Lou Ferrigno. Wer war das nochmal? Der Hulk aus den 80ern. Ach Serie. so, der. Ja, aus der Serie. Ah, Weißt ja. du, auf welchen Hulk ich mich freuen würde, sogar als Gegner? Diesen gegnerischen Hulk. Du meinst Der, Red der. Hulk? Nein, das Nein, Red hier. Hulk, der gehört zu Dings. Das hat nichts mit Multiverse of Madness zu tun. Ich meinte schon eher Bruce Banner als der graue Hulk. Ach so, Ja, oh ich ja, meinte aber stimmt. den Hulk, der hier übelst alt ist und der seine eigene Welt unterjocht hat. Ach so, du meinst, wie, der hatte einen eigenen Namen gehabt. Wie hieß denn der Ja, ich nochmal? weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber dieser Hulk, das wäre mal ein richtiger Gegner. Warte mal, Nee, ich google mal der hat kurz. seine eigene Welt nicht unterjocht. Der stand unter dem Fittich von King Thanos. Er hat nur das getan, was König Thanos wollte. Nur halt, um Lady Death halt glücklich zu machen, ne? Ja, er hatte aber sein eigenes Reich. Ja. Durch Thanos. Trotzdem, das wäre doch ein übelst geiler Ja, und Gegner. so könnte auch Thanos zurückkehren, wenn man so nach Theorien gehen würde. So könnte King wirklich der böseste aller Thanos auftauchen. Ich guck mal kurz, wie der heißt. Ich habe eine Seite gefunden. Warte mal kurz. So, Ja, warte ja, mal mehr kurz. Theorien habt ihr jetzt auch nicht, oder? Nein, aber ich. Nee. Ach so, ich hab das. Maestro. Robert Bruce Banner heißt der. Der kommt aus der Zukunft, soweit ich weiß. Steht hier. Ja, Maestro ist halt, ich glaube, irgendwie verwandt mit Bruce Banner und ist einer der schlimmsten Gegner. Vor allem so Gegner, die aus der eigenen Familie kommen, finde ich so schäbig. Ja. Egal ob Zukunft oder nicht. Ah, die wollten, glaube ich, She-Hulk jetzt langsam mit einführen. Oh, darauf freue ich mich. Gibt's halt, Darauf freue ich sollte mich. halt Ich keine habe Serie kommen? mir schon immer auf She-Hulk einen abgejazzt, ich schwöre. Okay. Ja, aber ich Nee. glaube, die sollte eine eigene Serie bekommen, oder? Oder war das nicht so? Ist noch nichts bekannt. Es sind nur Spekulationen. Oh, okay. Ja, leider. Aber es spricht vieles für einen neuen Hulk-Film. Ja, ich hoffe mal, dass einer kommt. Und es gibt sogar die Theorie, dass
Hulk, der erste Film, in einer Art Parallelwelt spielt, die genauso ist wie die genauso ist halt wie das MCU, nur ein bisschen anders. Und nur eine einzige Sache hatte, dass halt Bruce Banner anders aussah. Oh. Weil, ja, wegen Schauspieler-Switch. Ja. Dingsbums, Namen vergessen, Mark Ruffalo. zum Mark Ruffalo, ja. Genau. Aber Und eine es gibt Version vieles, vom. das das zuspricht. Und ja. Vor allem, weil viele Marvel-Fans, also MCU-Fans, sich darüber beschweren, vielleicht würden die nochmal den einen Schauspieler nochmal nehmen. Oh, bitte nie. Doch, ich fand den gut. Oh, ich fand den scheiße. Ich fand den, der hier, der den Hulk in den 2000ern gespielt hat. Den fand ich gut, den Eric 2003, Banner. meinst du? Ja, der ist auch gut gewesen, aber ich meinte den von dem MCU. Vom ersten offiziellen MCU-Film. Ja, den fand ich scheiße. Ja, aber es wäre mal cool, wenn das wirklich so ist, dass es halt ein Multiversum ist. Sonst würde das nicht mehr in der Frage stehen. Es ist so, weil wir den nicht mehr wollten, weil Mark Ruffalo. Sonst wäre das scheiße. Man Oder könnte z mittlerweile Kopien machen. Die haben ja Ne? jetzt alle Türen langsam aufgestoßen. Eben. Und wir wissen alle, dass MCU ist weitläufig, das hier, das Marvel-Universum ist weitläufig. Ja. Okay, gut. Jetzt kommen wir aber zum letzten Punkt, weil ich weiß nicht, wir haben schon zu viel jetzt Ich gelabert. glaube. Über 2 Stunden. Nö, eine Stunde und 22 Minuten. Okay, wollen wir jetzt dann langsam zum Schluss kommen? Ja, würde ich Unsere sagen. Wünsche ans MCU Phase 4. Soll ich Mein anfangen? Wunsch ist auf jeden Fall Quicksilver. Ich will Quicksilver, ich will Quicksilver. Scheiß auf Ralph Boner, lass es Quicksilver sein, lass es Peter Maximus sein. Das ist mein Wunsch, das ist mein verfickter Wunsch. Und dass Mephisto endlich kommt, der Hurensohn. Eure Wünsche? Soll ich anfangen? Ja. Ja. Meiner wäre eigentlich, dass auch Venom oder so auch zum MCU dann irgendwie reinkatapultiert wird oder halt auch unter. Klar, das ist jetzt. Venom ist jetzt von Sony. Nein, würden sie nicht. Oh ja, Weil wegen Sony, ne? Spider-Verse. Ja. Oder halt einfach mehrere Versionen von Charakteren, die man kennt. Iron Man zum Beispiel könnte man gut einbringen. Also halt Captain America, Hawkeye. Ich glaube, Hawkeye wird ja auch ein bisschen unterschätzt. Oder zum. Hawkeye kommt jetzt auch die Serie. Ah ja, warte. Wo, hab, oder habe ich das vergessen? Gibt es da wirklich eine Hawkeye Serie? kriegt jetzt eine eigene Serie? Ja. Wirklich? Gott sei Dank, es wurde auch mal Zeit. Ja, ich mag den Charakter. Der wird einfach unterschätzt von den Es Fans. soll sogar, Theorien zufolge, sollen sogar 3 Staffeln sein. Oh, drei sogar. Es könnte aber auch nur eine sein. Ich bin mir nicht sicher. Es ist halt meine These, weil es gibt da viel, was noch erzählt werden muss von ihm. Ja, zum Beispiel seine Familie. Seine Familie, die Zeit vor Avengers, die Zeit bei Avengers, die Zeit in den 5 Jahren. Die neue Ich will Frisur. auf jeden Fall meine liebste Version von Hawkeye sehen. Ich will Ronin sehen. Okay. Ich will mehr von Ronin. Ich will mehr sehen, wie er mit Schwertern, mit 2 Schwertern, mit 2 Klingen einfach Leute umbringt. Ronan meinst du? Ja, Ronin. Ronan. Was ich mir wünschen würde, einfach die X-Men mit rein und mehr weibliche Superhelden. Sorry, aber es gibt so viele Menschen, vor allem noch nicht bekannte Superhelden im MCU. Ja. Also bekannt für alle anderen, aber wo man sich denkt, die hätten doch schon längst drin sein können. Naja, da wird ja noch was kommen. Hundertprozentig. Oder Nightcrawler. Nightcrawler ist cool. Ja. Soweit ich ja gehört habe, kommt Taskmaster zu Black Widow, also den Film. Ah. Ja. Das wird geil. Also ich mag den ja auch von der Maske her. Das ist einfach so ein Totenkopfschädel und er hat ja so ein super schnelles Gehirn, was dann die Kampfmoves der andere dann halt so nachmachen kann. Ja. So.
Aber ich glaube, das war's dann auch. Jo. Ich glaube, mehr Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. So, ich würde jetzt sagen, danke fürs Zuhören. Ich würde noch mal separat noch mal eine Endcard aufnehmen und ich bedanke mich auch fürs Mitsprechen und jetzt sage ich mal, haut raus, bis dann, ciao. Wir sehen uns gleich bei der Endcard. Tschüssi. So, endlich.